Samstagmorgen und der erste Schnee fällt hier draußen. Und wir schauen uns drin jetzt nochmal zum Schluss des CAKT vom Stefan an. So, hallo Leute, willkommen zum Abschlussgespräch über das CAKT vom Stefan, seinem aktuellen Messer Patheround 2.0. Ich habe es jetzt eine Woche als EDC getragen. Hat sich ganz gut geschlagen. Klar, für die normalen Schneideaufgaben kannst du wahrscheinlich jedes Messer verwenden. Wo hat sich es besonders gut gemacht? Beim Tragen in der Hosentasche, was ja eigentlich 99,99% der Zeit ausmacht. Man braucht es ja wirklich immer nur ganz kurz. Da kommt natürlich diese wahnsinnig geringe Bauhöhe zum Tragen. Also mit nur 9 mm ist das wirklich, da musst du immer wieder mal in die Hosentasche greifen, ob es auch noch wirklich da hängt. Obwohl es ein klein bisschen Gewicht hat, fällt das aber nicht weiter zum Tragen, da auch diese Gitterstruktur hier sich recht gut am Jeansstoff, ich sag mal, verhakt und das Gewicht auf eine recht große Fläche verteilt, dass es nicht nur am Clip hängt. Und das merkst du beim Tragen nicht weiter. Also das ist schon mal sehr positiv anzumerken. Es lässt sich unbemerkt führen. Schneiden, klar, tut's auch. Warum soll's das nicht? Der Griff ist natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ne? Da gibt es natürlich schon komfortablere Griffgestaltungen. Also und auch wirklich die harten Arbeiten dürften dieser Griff nicht gerade komfortabel sein. Er drückt dann hier in die Handfläche mit den Metallkanten und vor das ist er auch zu schmal. Da fehlen einfach nochmal auf jeder Seite ein paar Millimeter Griffschalen, damit es auch in der Hand gut liegt. Aber wie gesagt, das ist kein professionelles Schneidwerkzeug, das ist ein Designmesser. Und das wird wahrscheinlich eher in den Vitrinen der Messerliebhaber einen Platz finden, als im harten Einsatz bzw. im EDC-Alltag gibt es vielleicht komfortablere Vertreter. Aber es gefällt mir trotzdem nach wie vor vom Aussehen. Der Preis ist natürlich dann doch für die gebotene Leistung etwas zu hoch gegriffen. Da bezahlt man also schon ordentlich für das Design mit. Wie Thora schon gesagt hat, so ein Messer gehört in die 79,90 Euro Klasse. Dann kann man drüber reden, dann wäre es ein super, super Deal für ein schönes Designmesser. Aber bei einem Preis weit über 100 Euro bietet es dann doch ein bisschen zu wenig Alltagstauglichkeit. Aber wie gesagt, für Messersammler, Liebhaber mit Vitrine ist das ein tolles Stück. Ich hatte diese Woche öfters mal die Kamera dabei und habe ein paar Szenen damit noch eingefangen. Und die werden wir jetzt noch da hinten dranhängen. Mal schauen, ob wir noch mit dem Böker Plus Bushcraft ein bisschen rausgehen. Wahrscheinlich morgen früh und werden da noch ein bisschen mit dem Feuerstil ein bisschen ein Feuerchen machen. Und auch ein bisschen über Fixblades quatschen. Aber für das Designer-Schmuckstück soll es hiermit gewesen sein. Das werde ich jetzt wieder schön sauber machen und verpacken. Und nächste Woche geht das Teil weiter auf die Reise. Schon bestückt mit einem kleinen Schmankerl für Stefan. Zur Testperson Nummer 3. Und dann wird es nicht lang dauern, dann gibt es wieder neue Videos über die Messerreise 2.0 vom Stefan. Und mal schauen, was wir da noch alles Schönes zu sehen bekommen. Also Leute, danke fürs Interesse. Jetzt kommen noch ein paar Eindrücke der vergangenen Woche mit dem Taschenmesser als EDC-Begleiter. Also, wir sehen uns bei YouTube demnächst ganz sicher mit neuen Videos und Kaffee. Ah, herrlich. Also, vierte Gott. So, mal kurze CRKT-Festzwischerei. Leider kann ich nicht immer bei jeder Gelegenheit den Einsatz filmen, aber mal gucken, vielleicht kann man mal die Kamera mit ins Büro nehmen. Hier kommen natürlich die ganz wichtigen Einsätze. Ne?
direkt nach dem Mittagessen einen Quarkstriezel anschneide. Das ist ja genau der richtige Job für das Messer. Schöne, scharfe Klinge. Und wie ich zuerst dachte, so mit dem Reiniger, ja gut, das ist gar nicht so wild. Das ist ja nichts an dem Messer dran, wo kein warmes Wasser vertragen wird. Warm Wasser, Seife und eine Handbürste. Und ratzfatz ist das Ding wieder blitzeblank sauber. So, hervorragend. Der richtige Job für das Messer, genau. Oh, lecker. Oh, guck euch das an, ganz frisch. Oh. Sagenhaft. War halt schon ein paar Mal im Einsatz. Nicht schlecht. Cool ist es, die 9 mm Baubreite. Das Ding spürst du überhaupt nicht in der Hosentasche. Also, mal gucken, ob wir es schon verwenden können. Ciao. Ja, man sollte halt den Aufnahmeknopf drücken, wenn man aufnehmen will. Ne? Nicht alle weißen Anhänger. Hat wieder mal zum Öffnen hergehalten. Das schöne Stück. Ist jetzt leider nicht auf der Aufnahme drauf, aber was soll's, es hat funktioniert. Ja, das ist natürlich gleich wieder ein Einsatz für das CRKT, ne? Nach dem Essen. Hier erstmal Dessert aufschneiden. Den man natürlich jetzt auch mit dem Buschball machen können, gell? Jetzt habe ich ja zwei. Oh, mein lieber Herr Gesangsverein. Das ist ja ein Laserschwert im Mini-Format. Sehr gut. Jetzt fehlt mir schon ein Kaffee. Schatz, bringst du mir einen Kaffee? Danke. So, und daheim geht es gerade weiter mit dem Gebraucher vom Messer. Muss man nur ständig irgendwo was auspacken. Heute war Großkampftag. Die Postler haben sich die Klinke in die Hand gegeben. Da ist wieder was Schönes drin. Was habe ich denn hier wieder bestellt? Zeug und ich weiß gar nicht warum. Manchmal kriege ich auch Zeug, das ich gar nicht bestellt habe. Das ist eine Technik. Ja, das ist ja was Schönes. Aus dem Tactical Forum. Die Herz Edition vom Rule Number 9 T-Shirt. Voll geilem Khaki-Ton.
Allein schon der Zettel hier ist auch geil, oder? Super, super Sache. Super Sache. So kriege ich bloß immer zu. Mann, es ist. CRKT ist wohl so eine Sache, aber ein ordentlicher Schneidteufel. Boah, das ist ja auch geil, oder? Das sieht mir ja schwer. Icon, ne? Icon, was machen dann die für tolle Sachen? Da kommen auch tolle Spielzeuge her, ne? Ja, schauen wir einmal durch. Boah, das geht ja echt wie durch Butter. Das CRKT geile Designermesser. Wenn ich das hier rum aufmache. Ach, das ist ja komplett drüber, ne? Das ist ja nochmal unverpackt. Oh, herrlich, aber jetzt geht es nicht um das, sondern jetzt ging es um das hier. Das super Teil. Für den Haushalt- und Büroalltag. Wir werden es noch ein bisschen zum Schnibbeln verwenden und dann mal gucken, ne? Also. So, schön. Noch ein bisschen Fernsehen. Raumschiff Enterprise gucken. Und mit dem passenden futuristischen Weltraumspacer hier das Zeug zum Knabbern, platt machen. Hervorragend. Die Klinge ist nicht zu dick, flutscht optimal dadurch und lässt sich auch super wieder unter warmem Wasser reinigen. Super Sache. Ich bin in den Push gekommen. Wieder ein Fall für das CRKT. Bang. Super. Bloß leiden langsam meine Hosen unter den ständigen Messer- und Gürtelclip. So, nochmal eine von den angenehmen Schneidaufgaben. Ein leckerer Nusshefezopf. Da ist natürlich auch die schmale Klinge bei so einem frischen Zopf von Vorteil. Blöd natürlich hier diese Klingenausbrüche, da sammelt sich natürlich super gut die Krümel. Aber muss man halt wieder putzen, ne? Super Geschichte. Und das lassen wir jetzt erstmal schmecken. So, es wird heute noch einen leckeren Zwiebelkuchen geben. Und ich habe die tolle Aufgabe übertragen bekommen, die Zwiebeln zu schneiden. Ne? Man kann hier das Zwiebelbrennen in den Augen ein bisschen
minimieren, wenn man das Brett vorher nass macht und das Messer. Das soll den rumspritzenden Zwiebelsaft ein bisschen binden. Ja, mal gucken, ob es funktioniert. Einer der letzten Schneidtests mit dem CRKT im nassen Zustand. Natürlich eine etwas rutschige Geschichte, aber hat ja hier recht sichere Fingermulden. Also machen wir hier mal ein bisschen Kleinholz aus diesen Zwiebeln. Da ist natürlich schön eine nicht so dicke Klinge. Und die lässt sich hier wirklich sauber durchs Gemüse bringen. Da ist sogar diese Recurve-Klinge noch echt gut. Wenn man sitzt hier in dem hinten an und beim Vorschneiden zieht man nicht nur die Klinge drüber, sondern es nimmt ja hier an Höhe zu und verstärkt noch den Schneideffekt. Und an der höchsten Stelle zieht man dann unten auf dem Brett durch. Dadurch lässt sich das wirklich hervorragend schneiden. Ein bisschen Dreck geht dann halt immer in diese Klingenausbrüche ein. Aber lässt sich hier auch wieder gut reinigen. Hat sich ganz gut geschlagen als EDC. Aber konzipiert ist dieses Messer, sage ich mal, primär für die Vitrine. Sehr schön.